Und moin, ich bin's wieder, eure Annehilde. Ja, und wenn ihr heute auf einen Deko-Tipp von mir wartet, muss ich euch leider enttäuschen. Heute habe ich was anderes vor. Ich möchte nämlich meine liebe Britta, das ist nämlich die Kamerafrau bei mir, und jetzt ist sie gerade noch nicht da, überraschen. Die denkt nämlich, wir werden ja heute wieder einen Film drehen, und ich habe mir gesagt, nee, heute lassen wir uns das mal gut gehen und trinken ein bisschen Glühwein, knabbern ein paar Kekse, und ich bin gespannt, was die gleich für ein Gesicht machen wird, wenn sie hier nämlich reinkommt. Alles ist noch kalt, ich hier noch mit Mütze und Jacke an. Also, da lass uns mal gespannt sein. So, ich hatte noch einen Haufen Zweige mitgebracht. Ja, Britta, das ist ganz schön, aber die brauche ich heute nicht. Heute bist du, wie du siehst, mal vor der Kamera. Was, ich? Ja, doch. Heute filmen wir nämlich nicht. Wir trinken heute beide zusammen ein bisschen Glühwein und knabbern ein paar Kekse. Ach, das ist ja eine Überraschung. Ja, dann steigen wir mal ein. Ja, das mache ich jetzt auch. Heute haben wir ja keine Kamerafrau, denn heute ist meine liebe Britta mal mit vor der Kamera. Und ja, wir haben in den 2,5 Jahren, wo wir zusammen die Videos drehen, total viele witzige Sachen auch erlebt. Und unter anderem kann ich mich noch an eine Geschichte erinnern. Da haben wir im Sommer mal auch natürlich was Naturhaftes gemacht. Und ich war mit dem Zweig, was wir dann so hier liegen hatten, noch nicht so ganz zufrieden. Ich sagte, weißt du was, Britta, lass uns noch mal eben bei uns in den Wald reinschauen, ob wir da das Richtige finden. Hab aber nicht bedacht, dass mein Sohn in seinen Kinderjahren da ganz viele riesengroße Löcher gebuddelt hatte, die auch durch unter anderem auch 1 Meter tief waren. Ja, ich stapp's ja so in den Wald rein, natürlich wieder total euphorisch. Oh, da hinten, lass uns da mal gucken. Wups, war ich weg. Ich kann mich noch genau daran erinnern, da habe ich dich nämlich rausgezogen. Ja, ich war nämlich auf einmal verschwunden. Ich lag in einem Blätterbett drinne, kann man sagen. Ja. Ich habe da nur noch meine Hand hochgemacht, habe mich total erschrocken, aber es war auch total witzig. Ja, und beim Rausziehen, da wärst du auch noch fast hingefallen. Aber ja, wir haben viele, viele Situationen gehabt, die total lustig waren. Und ja, und heute ist mal der Tag, da waren, sagen wir mal, danke an alle, danke auch an dich, Britta, dass wir beide immer so viel Spaß haben, schon seit 28 Jahren. Wir beide arbeiten echt tatsächlich 28 Jahre zusammen, und es war eine tolle Zeit, oder ist auch noch eine tolle Zeit. Ja, ne? Danke für die Überraschung. Ja, Prösterchen, ne? Prost. Wir hätten im Traum nicht daran gedacht, dass wir vor 2,5 Jahren, als wir angefangen hatten, jetzt mittlerweile fast 40.000 Abonnenten haben. Das ist echt der Knaller, oder? Ja. Also das war echt, es ist total unreal manchmal, und es ist auch total schön, vor allen Dingen diese netten Kommentare, die wir kriegen. Und das ist auch das, warum wir weitermachen, warum wir sagen, Mensch, es bringt so vielen Menschen so viel Freude, so viel Spaß an diesen naturhaften Dekorationen. Also nicht nur uns, es gibt noch ganz, ganz viele andere, und das ist einfach klasse. Und vor allen Dingen, wir bekommen natürlich auch hin und wieder Post. Das hat mir die liebe Karin gebastelt, das hat sie selber gemacht. Ich finde es wunderschön, und das wird dieses Jahr einen Platz an meinem Weihnachtsbaum finden. Oder die Elisabeth. Die hat uns auch ganz, ganz nette Weihnachtsgrüße geschickt. Auch dafür vielen, vielen lieben Dank. Und wir bekommen natürlich auch Fotos geschickt. Und das macht total viel Spaß, das anzuschauen, was ihr Tolles daraus immer gebastelt hat. Oder ich sag ja immer, aus einer Idee entstehen 1000 neue. Also ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank fürs immer dabei sein, fürs Zuschauen, für die netten Kommentare. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr, und wir sehen uns im 23 wieder. Ja, ganz früh werden wir wieder ein Video machen. Machen jetzt eine kleine Weihnachtspause, und dann geht's wieder weiter. So, alles Liebe und liebe Grüße aus Ostfriesland, eure Annehilde und Britta. Tschüss. Tschüss. So, Britta, Stößchen. Und wenn ihr nicht genug von mir und meinen Ideen habt, dann abonniert doch gleich meinen kostenlosen Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Und weitere Ideen zu diesem Thema findet ihr hier unten in den Videos.